Ja, und da sind wir heute mit einem Special zum Thema ETFs. Ausführlich beleuchtet und erklärt. Und deswegen geht das Video auch, ja, ich sag mal, einen Ticken länger als sonst. Und deshalb fangen wir auch direkt an, würde ich sagen. Wer heute renditestark sein bisschen oder viel Geld anlegen möchte, hat es echt nicht einfach. Die Zinsen sind nach wie vor so niedrig, dank der EZB, und bringen keine nennenswerten Erträge. Du Arschloch! Auf der anderen Seite bieten Immobilien zwar laufende Erträge, aber die Kaufpreise, Leute, die bewegen sich doch vor allem in den Großstädten, jenseits von Gut und Böse. Habt ihr schon mal nach einem Zimmer-Apartment in München geguckt? Kannst knicken. Anlagen in Aktien wären natürlich auch eine Alternative. Aber diese werden aufgrund der hohen Schwankung von vielen Neuanlegern als zu riskant eingestuft. Und man will oder kann sich nicht die Zeit nehmen, das Trading wirklich zu lernen. Nur, welche Möglichkeiten gibt es für Anleger jetzt noch? Eine einfache und bequeme Möglichkeit, die Chancen auf dem Kapitalmarkt zu nutzen, ohne dabei gleich durch Aktienleite zu gehen, stellen die sogenannten Exchange Traded Funds oder kurz ETFs dar. Oh, okay. Mit wenigen ETFs kann problemlos ein extrem breit gestreutes ETF-Portfolio zusammengestellt werden. Also, das kann wirklich jeder. Das ist echt easy. Das Risiko der Anlage kann zudem über die Beigemischung von Anleihen oder Rohstoff-ETFs gesteuert werden. Aber ich würde sagen, dazu kommen wir später nochmal. Außerdem profitieren Anleger von günstigen Gebühren und hoher Sicherheit, weil ETFs sind, ja, wie klassische Investmentfonds als Sondervermögen vor der Insolvenz des Anbieters geschützt. Einer der wichtigsten Vorteile von ETFs. Es ist also kein Wunder, dass sich ETFs letztendlich direkt in unseren Fokus reinrücken. Ja? Das belegt auch halt die Höhe des bei den führenden Direktbanken in ETFs angelegten Vermögens. Ja, seit 2009 stieg es von ca. Ja, ungefähr 2 Milliarden Euro auf über 12 Milliarden Euro. Und auch der Hype der digitalen Asset Manager, ja, Digital Asset Manager, die in der Regel ETFs zur Umsetzung der Anlagestrategie nutzen, sorgt halt für eine weitere Verbreitung dieser ETFs oder dieser Anlagemöglichkeit. Ein Genie, wer hat denn Ihren Uni-Ausweis gefälscht, Sie Wunderkind? Hinzu kommt, dass immer mehr Banken auf den Trend aufgesprungen sind und ihn dadurch natürlich auch verstärken, was ja logisch ist. Ja. ETF-Sparpläne, ahoi, sage ich da mal. Ja, ich weiß das alles schon, Fräulein, weil ich bin ja zweimal sitzen geblieben, ja. Der Vorteil für Privatanleger liegt darin, dass sie damit kostengünstig so peu à peu so ein kleines Vermögen ansparen können, passiv. Bleibt natürlich die Frage noch offen, ja, wie kann man denn nun eigentlich ETFs für seine persönlichen oder für seine persönliche Anlagestrategie nutzen? Und darauf gehen wir halt jetzt in diesem Special ein. Ja, damit steht halt deinem wirklich erfolgreichen Vermögensaufbau mit ETFs eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ja, auch nichts mehr im Weg. Denn der Boom bei den ETFs geht weiter, meine Freunde. Das verwaltete Vermögen der börsengehandelten Fonds überschritt im Jahr 2017 erstmals die Marke von 4 Billionen US-Dollar. Und aufgrund der Vielzahl an Indizes können wir mit diesen speziellen Produkten flexibel beinahe jede Anlageidee umsetzen. Und außerdem sind ETFs günstiger als die klassischen Investmentfonds und stehen diesen auch in Sachen Performance nach nichts nach. Wieder ein dickes Plus für den ETF. Aber steigen wir ein wenig tiefer in die Materie ein. Historischer Background-Check. Die SPDR, die Standard & Poor's Disparity Receipts, erblickte 1993 als erster ETF das Licht der Welt. Mit diesen börsengehandelten Fonds war es das erste Mal überhaupt möglich, ganze 500 Aktien des S&P 500 in einem einzigen Wertpapier zu kaufen und zu traden. Ja, und was sich seitdem in puncto ETF in der Welt getan hat, ist einfach nur der Wahnsinn. Fast jedes Investmentthema kann man heute dem eigenen Portfolio mithilfe von ETFs beimischen.
egal ob irgendwelche Weltindizes oder Themen wie Rohstoffe oder Cannabis, wie wir auch schon mal erwähnt hatten. Ich habe auf einem Motorrad bessere Joints gerollt, während ich meinem Freund eine Kugel aus dem Schulterblatt geholt habe. Oder auch in exotische Regionen. Privatanleger haben Zugang zu Märkten, die früher nur Investoren vorbehalten waren. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Der S&P 500 ETF verwaltet mittlerweile ein Anlagevolumen von mehr als 250 Milliarden US-Dollar und ist damit einer der größten ETFs der Welt. Ja, das ist doch ein deutliches Anzeichen dafür, dass ETFs nicht mehr länger nur irgendwelche Sonderlocken sind, ne? Es ist, wie man so schön sagt, Mainstream. Jeder macht es. Halten wir mal ganz kurz fest, was ein ETF ist. Ein ETF, damit kauft man halt ein Produkt, das einen Aktienindex, wie zum Beispiel den DAX, nachbildet. Ja, oder von mir aus auch den S&P 500. Ja, so präzise wie möglich abbildet und dabei halt die Vorteile von Aktien und Investmentfonds verbindet. Das wäre zum Beispiel bei Aktien, dass diese innerhalb des Tages handelbar sind, also getradet werden können, oder das Setzen von Stops und Limits sowie die Risikostreuung halt auf mehrere Werte gleichzeitig. Das bedeutet also, dass wir mit nur einer einzigen Transaktion einen ganzen Arsch voll von Wertpapieren erwerben, ja, und so gleichzeitig unser Risiko streuen können durch den ETF. Weitere Vorteile sind, dass ETFs in beliebigen Positionsgrößen getradet werden können und wir profitieren dabei von einer sehr schnellen Ausführungsgeschwindigkeit. Außerdem zeichnet sich der ETF-Handel durch geringe Spreads und eine hohe Liquidität aus. Geringe Spreads, ja, das ist das Beste. Weil es die Mehrheit sagt, muss es noch lange nicht richtig sein. Dafür sorgen natürlich die fortlaufend gestellten An- und Verkaufskurse der Market Maker. Ist einfach so. Weiterhin profitieren wir mit ETFs von den Dividenden und Zinsausschüttungen des jeweiligen Basiswerts. Na, klingelt's? Ja, doppelt gemoppelt lässt die Kasse lauter klingeln. Nice. Das bedeutet also, dass bei ETFs die Dividenden entweder reinvestiert an die reinvestiert werden, ja, oder halt an die Anteilsinhaber ausgezahlt werden. So sieht's aus. Ein wichtiges Merkmal ist, dass die ETFs anders halt als klassische Investmentfonds halt nicht darauf abzielen, besser als ihre jeweilige Basis abzuschneiden, ganz im Gegenteil. Also ein ETF hat das Ziel, den Index halt 1:1 nachzubilden und wird daher halt wirklich als passives Investment bezeichnet. Also echtes passives Einkommen quasi. Dass Passivität hierbei kein Nachteil sein muss, zeigen seit Jahren die Statistiken. Ne? Nur die wenigsten der oft mit hohen Gebühren versehenen Investmentfonds schaffen es auf Dauer, dem Markt eine hohe Rendite abzuringen. Das geht meistens eher schief, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, das zeigt auch jetzt in der kürzeren Vergangenheit der Fonds von Cathie Wood. Hashtag NoFront. Eine weitere Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt: Wie genau schaffen es diese Fondsgesellschaften, einen Index wie jetzt zum Beispiel den DAX exakt nachzubilden? Grundlegend gibt es zwei Varianten. Bei einer physischen Replikation wird zum Beispiel ein Aktienindex durch den Erwerb der jeweiligen Aktie in derselben Gewichtung nachgebildet. Aber das hast du ja bestimmt schon gedacht, wa? Diese ETFs eignen sich am besten für große, kapitalisierungsgewichtige Indizes. Dem steht die Swap-basierte Variante und damit die synthetische Replikation gegenüber. Und hier wird es auch schon ein Tick komplexer, würde ich sagen. Also einmal kurz aufpassen. Hierbei schließt ein Anbieter mit einem anderen Marktteilnehmer einen sogenannten Swap ab. Ein Swap ist ja nichts anderes als ein Tauschgeschäft. Um die genaue Abbildung dieses einzelnen Index zu erreichen, geht der Fonds also eine Tauschvereinbarung ein, durch die er quasi die Performance der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere gegen die Performance des Index tauscht. Ein Swap-basierter ETF investiert in eine Auswahl von Aktien und lässt sich die Index-Performance über quasi diesen Swap von einer Investmentbank garantieren, festschreiben. Das heißt im Prinzip nichts anderes, dass wir in einen Aktienkorb investieren, der von den im Benchmark-Index oder Basisindex erhaltenen Wertpapiere abweicht, aber erhalten über den Swap dennoch die jeweilige Index-Performance, also die des Index.
Okay. Im Gegensatz zu Indexzertifikaten handelt es sich bei ETFs um Sondervermögen. Das heißt, dass die Anlagegelder strikt vom Betriebsvermögen getrennt sind, also das von der Gesellschaft, ne? Und aus diesem Grund besteht beim Handel von ETFs kein Emittentenrisiko. Nur bei Swap-ETFs kann es ein kleines Verlustrisiko für einen Teil des Anlagevermögens geben. Das angelegte Kapital ist also genauso sicher, wie beim Investment in so einem klassischen Investmentfonds. Aber leider, meine Freunde, gibt es nicht immer nur Positives, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir müssen also auch ein paar nicht so coole Sachen beachten, wie zum Beispiel den Tracking Error. Ja, was genau ist dieser scheiß Tracking Error? Der gibt an, um wie viel der Indexfonds in der Wertentwicklung von der Performance des abgebildeten Index abweicht. Und so eine Abweichung kann vor allem durch Gebühren zustande kommen, aber auch durch eine andere Zusammensetzung bei physisch replizierenden ETFs, weil beispielsweise einzelne Titel durch, kann passieren, rechtliche Restriktionen nicht erworben werden können. Da hast du Pech gehabt. Und auch steuerliche Aspekte können zu leichten Abweichungen führen. Im Idealfall sollte der Tracking Error eines ETFs möglichst gering ausfallen. Und das tut er auch. Ja? Also, aber naja, man sollte darauf achten. Also bitte darauf achten zukünftig. Wichtig ist zudem die sogenannte Total Expense Ratio, TER, die alle Gebühren des Produktes zusammenfasst. In der Regel liegt die TER zwischen 0,1 und 1%. Je niedriger die TER ist, desto niedriger wird auch der Tracking Error ausfallen. Sie ist natürlich auch deutlich niedriger als bei Investmentfonds. Ja? Also immer darauf achten, auf die TER. Für Trader besonders interessante Varianten sind natürlich die Hebel-ETFs. Ja, ist klar, alles, was mit Hebeln sofort losgeht. Oh ja, das ist geil. Und natürlich gehebelte Short-ETFs. Ja, das kennen die meisten gar nicht. Short-ETFs. Gerade wenn es um Hebel geht, müssen wir allerdings immer sehr vorsichtig vorgehen. Sollte mittlerweile klar sein, denn gehebelt wird nicht nur in Gewinn, sondern halt auch in Verlustrichtung. Ja, das sind Scheiße. Everything burns. Und dann gibt es auch noch so die sogenannten Exchange-Traded Commodities. Also wir haben nicht nur ETFs, wir haben auch ETCs. Diese Finanzprodukte bilden die Wertentwicklung von Rohstoffen ab. Das ist das, was Jan vorhin schon mal eingangs kurz erwähnt hatte. Oder halt auch Exchange-Traded Notes, also ETNs. Das sind börsengehandelte Inhaberschuldverschreibungen. Mithilfe dieser Produkte können Trader andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Währung, traden. Ja, auch diese Produkte werden zu den sogenannten Exchange-Traded Products oder halt kurz ETPs zusammengefasst. Jeder, der sich mit Vermögensbildung im Bereich Trading auseinandersetzt, weiß, wie wichtig es ist, das eigene Depot diversifiziert zu strukturieren. Allein schon wegen dem Risikomanagement. Und mit ETFs lässt sich so eine strategische Asset Allocation vernünftig in die Tat umsetzen. Denn schon wenige ETFs reichen aus, um wirklich breit diversifiziertes, sein eigenes Depot quasi zusammenzustellen. Frei nach dem Motto, einfach, kosteneffizient und liquide. Dabei sollte natürlich, wie immer, ein systematisches Vorgehen fest im Blick behalten, um einerseits den zeitlichen Aufwand in Grenzen zu halten und andererseits klassische Anlegerfallen zu umgehen. Eine bewährte Strategie, die mit ETFs einfach umgesetzt werden kann, ist beispielsweise die altbekannte Core-Satellite-Strategie. Hierbei kann der ETF als Core die risikoreduzierte Basis eines Portfolios sein, die von deutlich kleineren Positionen, nämlich den Satelliten, mit höherem Risikograd ergänzt wird, um unsere Rendite aufzupeppen. Ein bisschen, ne? Genug kann man nie haben. Der Core hat dabei durch die deutliche breitere Diversifikation ein geringes Risiko. Ihm kommt also im Rahmen der Portfolio-Theorie die Aufgabe zu, eine Basisrendite bei stabilem Rendite-Risikoprofil zu erwirtschaften. Die Strategie lässt sich auch hervorragend zum Beispiel mit Hilfe von Sparplänen umsetzen. Setzt dir einen Sparplan auf ETFs, dass der ETF immer weiter, das ist dann deine Basis. Ganz einfach. Wir können uns also durchaus vorstellen, warum sich ETFs sowohl unter institutionellen als auch privaten Anlegern immer größerer Nachfrage erfreuen. Auf der einen Seite
sind sie wirklich transparent und einfach zu verstehen. Und auf der anderen Seite sind sie vor allem kosteneffizient und liquide handelbar. Ebenso wie Aktien ein ideales Instrument sowohl für langfristig orientierte Anleger, die ihr Asset Allocation mit ETFs umsetzen, als auch für taktisch orientierte Trader, die bestimmte Indizes oder Sektoren anstatt einzelner Aktien handeln möchten. Und hinzu kommt, dass mithilfe von Sparplananleger oder Sparplänen, die Anleger machen, zudem Schritt für Schritt ein diversifiziertes Depot für deine Altersvorsorge auf, dass du das dann aufbauen kannst. Richtig. Und damit kommen wir auch schon zu einem weiteren Bereich, den wir gerade schon mal ganz kurz angerissen haben, also die ETCs, ja, die Exchange Traded Commodities. Ja, wie bereits erwähnt, gibt es ETFs halt auch auf Rohstoffe. Die Funktionalität bleibt aber wirklich dieselbe, ja, und damit auch die Vorteile, aber auch die Nachteile. Um es nochmal in den Kopf zu hämmern, ja, ETCs zählen zu der Obergruppe der Exchange Traded Products, ja, also ETPs. Und sie bilden natürlich auch ein Basiswert passiv ab. Dazu gehören natürlich auch die ETNs, das hatten wir gerade schon, ja, Exchange Traded Notes. Aber gehen wir jetzt mal ganz kurz erst auf die ETCs ein, ja, bevor uns da verheddern. Also ETCs bilden die Weiterentwicklung von Weiterentwicklung von Rohstoffen, Rohstoffindizes ab. Dadurch öffnet sich auch gerade Tradern mit einem etwas, ja, sagen wir mal, längerfristigen Anlagehorizont, ja, eine deutlich weniger riskante Option auf Rohstoffe zu setzen, also Rohstoffe zu traden, als wenn du das zum Beispiel mit Futures machen würdest. Ja, das ist riskanter mit Futures. Und wenn unser Ziel eine sogenannte Portfolio-Diversifizierung ist, ja, damit wir halt auch unser Risiko vernünftig streuen können und nicht, ja, unsere Schuppen vorm Kopf schütteln, ja, weil wir mal wieder Geld verloren haben. Das geht doch nicht! Dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf diese ETCs. Aber was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Was ist denn eigentlich jetzt nun der Unterschied zwischen so einem ETF und einem ETC? Also der wichtigste Unterschied zwischen einem ETF und einem ETC ist natürlich der Basiswert. Wer hätte es gedacht? Während der eine Aktienindizes abbildet, können wir mit ETCs natürlich was machen, wenn ihr zugehört habt, ja, aufgepasst habt, genau die Performance von Rohstoffen nachbilden. Doch es gibt noch einen weiteren wichtigen Unterschied, der theoretisch erhebliche Auswirkungen für Trader haben kann. Während ETFs als Sondervermögen geführt werden, das im Falle einer Insolvenz des Emittenten nicht angerührt werden darf, sind ETCs Inhaberschuldverschreibung, ähnlich wie Zertifikate. Das heißt, im Insolvenzfall muss man sich also in der Reihe der Gläubiger einreihen, in der Hoffnung, ja, wenigstens einen Teil des Geldes wieder zu bekommen. Und allerdings sind genau deswegen viele ETCs auch mit den Rohstoffen besichert, die sie abbilden. So kaufen beispielsweise die bekannten ETCs Xetra Gold und Euwax Gold das Anlagevolumen als Besicherung in Goldbarren, die man, ja, sich sogar jederzeit physisch liefern lassen kann. Das Emittentenrisiko lässt sich somit umgehen, wenn man in besicherte ETCs investiert. Ja, sollten wir dennoch unbesicherte ETCs erwerben, gehört es beim richtigen Risikomanagement auch dazu, die Bonität des Emittenten im Zeitverlauf zu beobachten. Wir wollen nicht pleite gehen. ETCs haben aber auch einen gewichtigen Vorteil gegenüber ETFs. In der Regel fällt bei diesem, ja, sagen wir mal, passiven Investment der Tracking Error niedriger aus. Das liegt daran, dass lediglich die Gebühren abgezogen werden. Aspekte wie unterschiedliche Dividendenbesteuerung oder Indexanpassungen, die bei ETFs einen Tracking Error erhöhen können, fallen hier weg. Dazu sage ich nur eins. Neues. Ja, wer in Rohstoffe investiert, hat vor allem eine systematische Herausforderung, und zwar, dass die meisten Rohstoffe vor allem an Future-Märkten gehandelt werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass ein Future naturgemäß eine begrenzte Laufzeit hat. Und wenn diese endet, muss in einen neuen Future umgeschichtet werden. Also, Obacht, wenn diese teurer ist, macht man sogenannte Rollverluste. Also, her mit dem Kies. Dieses Problem hat man allerdings auch bei Direktinvestment in Rohstoffe, nicht nur bei ETCs. Aber auch dafür gibt es natürlich Lösungsversuche.
Also, Eis im Lot. Durch bestimmte Timing-Techniken kann das Ergebnis dieses Rollvorgangs optimiert werden. Das können auch ETC-Trader nutzen, da es Indizes gibt, die einen Rohstoff mit einer Rolloptimierung abbilden. Ja, ne? Ein Beispiel dafür ist der BNP Paribas RICEI Brent Öl ETC, der verschiedene Future-Kontrakte der europäischen Ölsorte Brent rolloptimiert abbildet. Und dieser hat übrigens seit Anfang des Jahres ein Plus von ungefähr 70%. Und seien wir mal ehrlich, Rohstoffe gehören als gute Komponente eigentlich in jedes breit aufgestellte Portfolio dazu. Dabei gibt es es gibt verschiedene Wege, um in Öl oder Gold oder was weiß ich zu investieren. ETCs sind eine gute Variante für Trader, die einen, ja ich sag mal, ein bisschen längeren Anlagehorizont haben. Und dabei können wir unser Hauptaugenmerk auch mal auf andere Assetklassen als auf immer nur Aktien legen. Ne? Unter diesen Umständen können wir zudem unbesorgt die Finger vom Gamepad lassen und sich während unserer ETC-Games zurücklehnen und auf dem Laptop Aktien traden. Gute Idee! So ein Scheiß. Und damit hätten wir Rohstoffe abgehakt, meine Freunde. Ja? Kommen wir jetzt zu den lustigen Sachen, ja, zu den Devisen, also das liebe Geld, die Penunzen. Und hierbei handelt es sich um einen wirklich gigantischen Markt. Ja, also wer noch nie mit Währung getradet hat, ja, es ist wirklich riesig. Ja, kein Asset wird mehr getradet als Devisen. Mittlerweile beträgt das tägliche Handelsvolumen, ich weiß nicht, ungefähr 5 Billionen US-Dollar, muss man sich mal vorstellen. Ja. Und der Währungsmarkt wird von Jahr zu Jahr immer bedeutender. Ja, immer mehr wollen da rein. Noch vor ein paar Jahren betrug das tägliche Handelsvolumen in Devisen, also in Währungen, nur ist schon echt witzig, ja, 3 Billionen US-Dollar. Aber ja, ist ganz schön angestiegen. Nicht nur diese enorm hohe Liquidität macht den Währungsmarkt halt für Trader höchst verlockend. Durch die geringe Korrelation mit dem Aktienmarkt scheint es auch so, dass diese Anlageklasse ideal geeignet ist halt für die sogenannte, weil wir es schon ein paar Mal jetzt gesagt haben, Portfoliodiversifikation. Auch wenn Währungen super volatil sind, wollen wir jetzt gar nicht drüber streiten, und deshalb super hohe Risiken mit verbunden sind. Auch alles klar. Ja. Die meisten Trader handeln Währungen über sogenannte CFDs, also Contracts for Difference, oder über Forex-Konten. Doch das erfordert halt von den meisten Tradern, oder das erfordert von allen Tradern eigentlich, halt viel Wissen, viel Erfahrung im Risikomanagement auch, und natürlich auch viel, viel, viel Zeit, und viel Geduld. Also du musst da richtig trainieren. Eine deutlich einfachere Methode sind da halt diese Exchange-Traded Notes, auf Währung, also ETNs. Ja, aber ETNs können noch mehr. Mit Währungs-ETNs können wir einzelne Währungspaare und ganze Währungskörbe relativ einfach nachbilden. Das bedeutet für dich als Trader, du kannst dabei zwischen gehebelten und nicht gehebelten Währungs-ETNs wählen. Das kommt als zusätzliches Plus oben drauf. Ist eigentlich ganz cool. Bei den gehebelten musst du allerdings beachten, dass der Hebelmechanismus ähnlich wie bei einem Faktorzertifikat funktioniert. Also der Hebel wird jeden Tag, wirklich jeden Tag, neu auf den angegebenen Wert justiert. Das kann auch zu Verwirrung führen. Ja? Das kann dich wegschießen, geistig. Vor allem, wenn es um Knete geht. Ja? Oh, ich habe einen Aluhut auf dem Kopf. Das wusste ich gar nicht. Aber es gibt ja nicht nur Währungen, die sich mit ETNs abbilden lassen. Theoretisch kann man mit ETNs auch Anleihen und vieles andere abbilden. Theoretisch lässt sich auch Volatilität damit abbilden. Mit einem Investment in Volatilitäts-ETNs zum Beispiel eröffnet sich eine neue Möglichkeit der Absicherung. Wenn die Kurse einbrechen, steigt die Volatilität. Doch wenn diese anhaltenden oder weiter immer steigt und die Volatilität dauerhaft in der Nähe historischer Tiefs notiert, dann wird es empfindlich teuer. Die größere Vielfalt der Exchange-Traded Notes gegenüber den ETFs liegt im rechtlichen Unterschied begründet. Während ETFs streng reguliert sind, gilt das nicht für ETNs. Aber auch hier, Obacht, wenn etwas nicht so reguliert ist, dann ist es auch meistens anfälliger für Scammer-Attacken. Auf jeden Fall ist es wichtig zu wissen, dass ETNs keine geschützten Sondervermögen sind, sondern Inhaberschuldverschreibungen. Das bedeutet für Trader,
dass sie ein Emittentenrisiko eingehen. Als risikobewusster Trader sollten wir dieses Risiko immer im Auge behalten. Aber es gibt auch hier Möglichkeiten, diese zu besichern. Und dann ist das Risiko kalkulierbar. Da diese Produkte durchgehend Swap-basiert sind, kommt das Drittparteirisiko auch noch dazu. Einige Emittenten haben jedoch als vertrauensbildende Maßnahme das Kontrahentenrisiko freiwillig und vollständig besichert. Zudem können Trader die Risiken für den Handel mit den verschiedenen Arten von ETNs auch über ein eher restriktives Positionsgrößenmanagement im Griff behalten. Und zudem kann man hierbei auch eine Absicherung des Portfolios gegen Währungsrisiken als Vorteil erwähnen, auch wenn es jetzt nicht so trivial ist, wie es sich zunächst anhört. Ja? Nehmen wir mal zum Beispiel so ein Währungs-ETP ohne Hebel. Da müssten wir theoretisch nochmal in die Höhe des Portfoliovolumens in das Währungs-ETP investieren, um eine beinahe vollständige Absicherung zu erreichen. Ja, das dürfte in den wenigsten Fällen, also wegen der Anfang hohen Gebühren, ja, wenig praktikabel sein. Ja, ist jetzt erstmal egal. Natürlich können wir Währungs-ETPs auch einfach dafür nutzen, um strategisch auf makroökonomische Entwicklung zu setzen, die sich auf Währung auswirken. Ja, vor allem die Geldpolitik hat in den letzten Jahren längerfristige und deutliche Verschiebungen in den Werterelationen zweier Währungsräume ausgelöst und somit staatliche Renditen am Währungsmarkt ermöglicht. So viel dazu. Aber es gibt noch eine weitere Funktion bezüglich Währungs-ETPs. Da Währung meist auf geringe Korrelation zu anderen Assets oder in geringe Korrelation zu anderen Assets stehen und auch niedrigere Volatilitäten als Aktienindizes aufweisen, sind Währungs-ETPs eine einfache Möglichkeit, eine Portfoliodiversifikation nach Markowitz oder Markowitz hinzukriegen. Ja, vor allem durch die Nutzung von Währungskörben sinkt die Volatilität abermals. Volatilität ist heute das schwierigste Wort, was ich jemals aussprechen durfte. Dadurch wird die Gesamtvolatilität des eigenen Portfolios gesenkt. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass gerade die eben genannten Möglichkeiten eine sehr gute Möglichkeit darstellen, und zwar für viele Trader, um vom Devisenmarkt zu profitieren. Und ganz allgemein können wir sagen, dass Exchange-Traded Products echt cool für Trader sind, die eben nicht den Weg über Forex Broker, CFDs oder andere Hebelprodukte gehen wollen. Gehen wir deshalb nochmal zurück zum Thema ETF. ETFs können nicht nur für den langfristigen Vermögensaufbau und zur Altersvorsorge dienen. Wie bereits erwähnt, bilden klassische ETFs einen Index wie zum Beispiel den DAX 1:1 ab. Falls jetzt noch nicht aufgeschrieben oder gemerkt, dann bitte jetzt. Das macht keinen Spaß. Auf diese Weise profitieren Anleger natürlich von steigenden Kursen. Wenn der Index natürlich steigt, steigt der ETF. Sehr logisch. Neben der klassischen Form des ETFs gibt es aber auch Leverage, also gehebelte, und die Short-ETFs. Die Short-ETFs bilden die inverse Entwicklung eines zugrunde liegenden Index ab. Also setzen sie darauf, dass der Index abstürzt. Ein Beispiel. Sind wir davon überzeugt, dass deutsche Staatsanleihen in der nächsten Zeit fallen werden und somit die Zinsen also steigen werden, kaufen wir einen Short-ETF auf einen Anleihenindex, der die deutsche Staatsanleihen quasi abbildet. Ne? Klar, wir profitieren dann also von den fallenden Kursen. Bei den inversen ETFs ist der gängigste Hebel 100%. Also die einfache, umgekehrte Rendite des Index. Es gibt aber auch Short-ETFs mit einem 200er Hebel, sodass das zweifache inverse Rendite des Indexes quasi abgebildet wird. Das scheint alles doch recht logisch, würde ich mal sagen. Ja, allerdings kann es eine böse Überraschung geben, wenn wir uns nur auf die beschriebene Verhaltensweise dieser speziellen ETFs verlassen. Ja, entscheidend ist allerdings, für welchen Zeitraum der angegebene Hebel gilt und halt für den ETF-Anbieter. Ja, in den meisten Fällen beträgt dieser einen Tag. Das bedeutet, dass ein gehebelter ETF, also leveraged, die Weiterentwicklung des Index genau für einen Tag mit dem entsprechenden Hebel abbildet. Soweit so gut. Ja, der Hebel wird auch in diesem Zeitraum, also einen Tag, erneut auf den jeweiligen Index angewendet. Und die Wertentwicklung eines leveraged ETF ist also abhängig davon, wie hoch die jeweiligen Tagesrenditen im gesamten Anlagezeitraum sind und in welcher Reihenfolge diese dann halt auftreten. Vielleicht mal ein kleines Beispiel dazu, damit es halt sofort reinknallt.
Der Index steigt zwei Tage hintereinander jeweils um 1%. Nach den zwei Tagen ist also ein Wertzuwachs von 2% gegenüber dem Startzeitpunkt gegeben. Ja, 1 plus 1 vielleicht 2. Wir müssen umdenken. Der gehebelte ETF auf diesen Index hätte 4% Rendite erbracht wegen des zweifachen Hebels. Nun nehmen wir ein anderes Szenario an. Jetzt fällt der Index am ersten Tag um 10% und steigt am zweiten Tag um 11%. Der Wertzuwachs nach zwei Tagen ist rund 0, nix. Also 0%. Der gehebelte ETF weist nach diesen zwei Tagen aber ein Minus von 2% auf. Warum denn der Scheiß jetzt? Ganz einfach. Am ersten Tag haben wir mit einem zweifachen Hebel oder Zweifachhebel an der negativen Tagesrendite teilgehabt, ja, also partizipiert. Mit einem Invest von 100 Euro schrumpfte diese auf 80 Euro, da zweimal minus 10% gleich minus 20% sind. Ja. Ich weiß, klingt ein bisschen lustig und ein bisschen trivial, aber aufpassen. Am zweiten Tag nimmt unser Leverage ETF zwar ebenfalls mit dem zweifachen Hebel an der 11% Rendite teil, erzielt also einen Tageszuwachs von 22%. Aber damit kommen lediglich 17,60 Euro zu den 80 Euro vom Vortag hinzu. Denn 80 Euro mal 22% sind 17,60 Euro. Damit steht der gehebelte ETF am Ende des zweiten Tages also bei rund minus 2%. Bitte noch einmal Prozent rechnen üben, ja, wenn etwas um 100% fällt, oder wenn, nein, pass auf, anders, wenn etwas um 50% fällt, muss ich, um wieder auf 0 zu kommen, 100% wieder gut machen. Ja, immer so nebenbei. Tja, das liebe Mathe, meine Freunde. Aber wir haben noch eine andere Herausforderung, die uns klar sein sollte. Ohne weitere Informationen über die einzelne Tagesrendite, auch in einem besonders guten Jahr, mit einem Wertzuwachs von, keine egal, was weiß ich, 50%, können wir nicht wirklich abschätzen, wie hoch der Wertzuwachs des gehebelten ETFs eigentlich sein müsste, damit wir wirklich vernünftig Kohle machen, meine Freunde. Und ohne ein grundlegendes Verständnis für diese Besonderheit sollten wir von solchen Mopeds wie Inverse und Leverage ETFs lieber die Finger davon lassen. Klar, die Rendite eines gehebelten ETFs ist gegenüber der intuitiv erwarteten Rendite höher, das ist klar, wenn der Index während unserer Investitionsphase einem Trend unterliegt. Setzen wir also mit einem Leverage ETF auf einen steigenden Markt und es kommt auch wirklich zu einem starken Aufwärtstrend, wird die Rendite des Leverage ETF höher als die zweifache Rendite des Indexes sein. Aber fällt der Markt, kann man echt in die Scheiße greifen und trotzdem ein wenig Glück haben. Aber das ist natürlich nicht immer so. Wir können aber davon ausgehen, dass bei inversen und gehebelten Produkten die netten Trendmärkte gegenüber volatilen Seitwärtsmärkten demnach mehr Vorteile bieten. Womit wir nochmal ganz kurz bei dem Thema Short-ETFs sind, ja, also Short-ETFs ermöglichen es, mit nur einer Order halt eine Vielzahl von Aktienleerverkäufen darzustellen, ja, also Short zu gehen, auch wenn es manchmal, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ethisch nicht ganz korrekt ist. Ist nicht mal toll, auf den Untergang von irgendwelchen Firmen zu setzen. Na naja, egal. Weil wir halt von fallenden Kursen profitieren. Aber es ist halt so. Also Short-ETFs bieten Anlegern eine komfortable und profitable Chance. Das ist einfach so. Okay, jetzt sagen wir mal, unser Portfolio besteht zum großen Teil aus Staats- und Unternehmensanleihen bzw. Anleihen-ETFs. Ja, mit steigenden Zinsen fallen Anleihenkurse und damit verliert das Portfolio an Wert. Eine weitgehende Absicherung gegen Kursverluste aus solch einem Szenario können wir mit dem Erwerb eines Short-ETFs auf langlaufenden Staatsanleihen, wie zum Beispiel 10-jährige US-Bonds, 10-jährige US-Staatspapiere erreichen. Natürlich könnte auch der Fall eintreten, dass unser Portfolio bis auf einen geringen Cash-Anteil bereits investiert ist und wir deshalb über einen gehebelten ETF diesen Cash-Anteil zeitlich begrenzt bis zum Zweifachen für eine neue Position einsetzen wollen. Wir haben somit die Möglichkeit, bei bekannten Marktkonstellationen, wie zum Beispiel der Vorweihnachtsrallye, ja, sollte bekannt sein, mehr Kohle einzusetzen, als wir eigentlich zur Verfügung haben. Sollte denn die Vorweihnachtsrallye kommen, ist das cool. Ja? Wenn die Vorweihnachtsrallye ausfällt, ist scheiße. Tja, was bleibt jetzt eigentlich noch zu sagen, außer dass es ein langes Video ist? Gottes Willen, das ist doch ein Riesen-Arschloch. Short- und Leveraged ETFs sind vor allem für kurzfristig orientierte Trader interessant. Im Vergleich zu anderen Hebelprodukten wie Zertifikaten, Optionsscheinen oder CFDs bieten ETFs ein geringes, ja, Gegenparteirisiko und zudem die Sicherheit eines Fonds-Sondervermögens.
Glauben wir zum Beispiel, dass Bankaktien kurzfristig ansteigen, und zwar deutlich mehr als der breite Aktienmarkt, können wir in einen ETF investieren, der den Finanzsektor zum Beispiel abbildet. Gleichzeitig kaufen wir einen Short-ETF auf den breiten Aktienmarkt, zum Beispiel auf europäische Aktien, um effektiv nur an der Wertentwicklung der Bankaktien gegenüber allen anderen Aktiensektoren zu partizipieren. Auf diese Weise gewinnen wir, wenn die Bankaktien steigen, und gewinnen, wenn der breite Aktienmarkt quasi fällt. Auf der anderen Seite können wir Short- und Leverage-ETFs nutzen, wenn wir eher auf kurzfristige Gewinne aus sind, aber auch für eher defensive, langfristig ausgerichtete Anleger bietet sich auch gute Möglichkeiten, das ist klar. Allerdings ist es auch wichtig, dass wir das jeweilige ETP auch wirklich zu 100% verstehen. Denn ansonsten kann es, wie überall, wenn man was nicht versteht, zu einer wirklich bösen Überraschung kommen. Und wir sind hier nicht im Casino, meine Freunde. Also immer schön die Hausaufgaben machen und, ne, Leute, denkt dran, wenn es ums eigene Geld geht, Chefsache. Na, schon mitbekommen? Wird doch Zeit. YouTube, Video. Online.